Woher kommt eigentlich das Wasser aus dem Wasserhahn? Damit die Jenaer mit Trinkwasser versorgt werden können, arbeiten täglich über 40 sogenannte Tiefbrunnen rund um die Uhr. Die Anlagen dienen zur Entnahme von Grundwasser. In Lahrsdorf musste in dieser Woche eine von ihnen saniert werden. Also wir haben festgestellt, dass der Tiefbrunnen hier die Pumpe über die letzten zwei Wochen extrem an Fördermenge nachgelassen hat. Das heißt, die Wassermenge, die wir überhaupt zur Aufbereitung ins Wasserwerk schicken. Und der Druck hat sich auch nicht mehr so aufgebaut. Und das ist für uns ein Indiz, dass die Pumpe verschlissen ist. Die alte Pumpe, die seit 2013 im Einsatz war, wurde durch eine modernere, frequenzgesteuerte Unterwassermotorpumpe ersetzt. Die etwa 10.000 Euro teure Gerätschaft lässt sich besser regeln und pumpt etwa 40 Kubikmeter Wasser in der Stunde. Die werden anschließend im Wasserwerk Burgau aufbereitet. Wie lange die neue Pumpe im Einsatz sein wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, man muss immer bedenken, die Pumpen laufen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über. Und da ist jetzt schon diese 8 Jahre ist schon ein ganz schönes Stück. Wie man jetzt hier gesehen hat, ist natürlich auch das Problem an diesem Brunnen, sehr viel Eisen ist hier im Rohwasser. Und das Eisen setzt sich über die Jahre ab, nicht nur an den Rohrleitungen, auch an den Pumpenrädern. Und somit verschleißen diese natürlich auch schneller und schaffen dann irgendwann halt nicht mehr die Leistung, wie beim Fahrzeug. Gebaut wurde der heute etwa 140 Meter tiefe Brunnen im Jahr 1973. Seitdem wurde er stetig modernisiert und versorgt heute mehrere tausend Jenaer tagtäglich mit Wasser.